Hallo liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Lokomotivtest. Sie sehen, wir sind in einer etwas anderen Umgebung, aber keine Angst, wir sind immer noch bei den Modellbahnfreunden hier in Frankenhain einquartiert. Wir haben jetzt nur unser richtiges Teststudio bezogen, deswegen der etwas andere Hintergrund. Ja, und nun kommen wir zu unserem eigentlichen Loktest. Das Vorbild des Modells, was wir heute testen, ist 73 Jahre alt. Und zwar handelt es sich um den Verbrennungstriebwagen 137 vom Typ Stettin. Brava hat dieses Modell im vergangenen Jahr als Formneuheit herausgebracht und wir testen heute das Analog- wie das Digitalmodell für Sie ganz exklusiv. Nachdem sich die Erprobung der hydrodynamischen Kraftübertragung in Triebwagen mit kleinerer Leistung bewährt hatte, beschaffte die Deutsche Reichsbahngesellschaft ab 1935 erstmals Triebwagen größerer Leistung mit den besagten hydrodynamischen Getrieben. Darunter waren auch kurzgekuppelte Fahrzeuge für den Vorortverkehr in Ballungsräumen. Neben dreiteiligen Triebwagen, die im Ruhrgebiet und im Saarland zum Einsatz kommen sollten, bestellte man auch insgesamt 16 Doppeltriebwagen für den Vorortverkehr im Raum Stettin. Die Fahrzeugteile aller Wagen wurden von der WUMAG in Görlitz gefertigt, heute auch bekannt als Bombardierwerk. Die Motoren kamen von Humboldt-Deutz und DWK und die Getriebe lieferte Voith. Als letzte Triebwagenkonstruktion der Reichsbahn erfolgte die Fertigstellung aller Fahrzeuge erst nach Kriegsbeginn. Entsprechend der neuen Lackiervorschriften der Deutschen Reichsbahngesellschaft erhielten die Triebwagen nicht den zweifarbigen Anstrich, sondern eine sehr elegante dunkelrote Lackierung mit hellen Zierstreifen. Nach Kriegsende fanden sich in der sowjetischen bzw. in der britischen Besatzungszone einige Fahrzeuge wieder. Ein großer Teil wurde leider während der Kriegstage zerstört oder war verschollen. Ja, wie eingangs gesagt, habe ich Ihnen beide Modelle des VT 137 mitgebracht, einmal der Deutschen Reichsbahngesellschaft Ausführung der Epoche 2 und in der Epoche 3 als Deutsche Reichsbahn. Brava wirbt ja bekanntlich mit dem Slogan, liebe Modellbahnfreunde, mit Liebe zum Detail. Und die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Das Fahrzeug besitzt vorbildlich gewellte Radscheiben. Die Drehgestelle sind fein graviert mit vielen extra angesetzten Teilen. Angetrieben an dem Fahrzeug ist das erste Drehgestell, das auch gleichzeitig mit Haftreifen versehen ist. Der Getriebeblock besteht aus Zinkdruckguss, die Buchstaben und Beschriftungen exakt, trennscharf, sauber bedruckt, die Fensterrahmen hervorragend, sauber lackiert. Die elektronische Verbindung zum zweiten Wagen erfolgt über eine Kinematik-Kurzkupplung. Selbst die am Fahrzeugrahmen befindlichen Beschriftungen absolut trennscharf aufgedruckt. Des Weiteren eine sehr genaue und schöne vielteilige Inneneinrichtung der Fahrzeuge, entsprechend auch der Sitzplatzklassen dritte und zweite Klasse. An den Wagenübergängen sehr schön zu sehen, die maßstäblichen Federpuffern, freistehende Griffstangen an den Fahrzeugtüren, mehrteiliger Führerstand, Führerstand und epochegerechte Stirnbeleuchtung digital getrennt schaltbar, extra angesetzte Scheibenwischer und Signalhalter, maßstabgerechte, angebrachte Federpuffer. Das Digitalmodell ist ausgerüstet mit einer 21-poligen Schnittstelle mit Sounddecoder und Lautsprecher. Sehr pfiffige Lösung übrigens. Man muss nicht den Wagenkasten abheben, um an die Elektronik zu kommen, sondern man löst lediglich zwei Schrauben, anschließend diese Klappe hier abheben. Man kommt ohne Probleme an die Elektronik heran. Was auch wichtig zu wissen ist für diejenigen, die ein Analogmodell kaufen und es später nachrüsten möchten.
Der 21-polige eingebaute Sound- und Lokdecoder der vierten Generation ist eine Neuentwicklung von ESO auf der Basis des Vorgängerdecoders. Der Sounddecoder verbessert erheblich die Geräuschfunktion, möglich gemacht durch eine viermal höhere Lautstärke in Verbindung mit 8 Soundkanälen. Der neue Lokdecoder gefällt durch gute Lastregelung und exzellente Langsamfahreigenschaften. Der Lokdecoder erkennt übrigens auch automatisch die Betriebsart und kann mit allen üblichen Motoren verwendet werden. Das Fahrzeug wird angetrieben über einen 5-poligen Motor mit Schwungmasse. Die Länge über Puffer beträgt 468 mm und der Mindestradius, den dieses Fahrzeug befahren kann, beträgt 360 mm. Vorsicht, zurückbleiben bitte! Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter! So, wir kommen jetzt zur Geschwindigkeitsmessung. Diesen Punkt kennen Sie ja bereits. Und wir messen jetzt das Modell im Rahmen der technisch zulässigen Grenzen. Die Höchstgeschwindigkeit des Originals betrug übrigens 80 km/h. Wir messen jetzt die langsamste Geschwindigkeit in der Fahrstufe 10. Fahrstufe 10 deswegen, damit das Messgerät auch wirklich die Geschwindigkeit erfasst. Die langsamste Geschwindigkeit beträgt 3,7 km/h. Wir erhöhen jetzt auf Fahrstufe 64 als mittlere Geschwindigkeit. So, wir dürfen gespannt sein. Mit 24,1 km/h fährt der Zug durch die Messschranke in der mittleren Geschwindigkeit und wir testen jetzt die Höchstgeschwindigkeit. In der höchsten Fahrstufe erzielt der Zug eine Geschwindigkeit von 97,9 km/h, was durchaus im technischen Rahmen liegt. Abzug der Toleranz liegen wir also bei ca. 80 km/h, ganz gut auf der sicheren Seite mit diesem Zug. So, wir ermitteln jetzt die langsamste Geschwindigkeit und natürlich auch die Voltzahl, bei welcher dieses Fahrzeug anrollt. Bei ca. 2,8 Volt, 2,9 Volt fährt das Fahrzeug an und erreicht dabei eine Geschwindigkeit von 11,3 km/h. Wir gehen in den nächsten Regelbereich bei 7,5 Volt. Und als mittlere Geschwindigkeit erreichen wir 67,6 km/h. Und jetzt die Höchstgeschwindigkeit bei ca. 15 Volt erreicht das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 118,3 km/h. Das ist natürlich eine Geschwindigkeit, die das Original nie erreicht hat. Hier muss also entsprechend dem Vorbild beim Betrieb auf der Anlage das Fahrzeug runtergeregelt werden. Ja, dann wird sich vielleicht manch einer fragen, woraus resultieren diese Unterschiede in der ermittelten Höchstgeschwindigkeit.
Sie resultieren aus der Tatsache, dass im analogen Fall die Höchstgeschwindigkeit bestimmt wird durch die Getriebeübersetzung und im digitalen Fall durch den in der CV5 des Decoders eingestellten Wertes. Soweit, liebe Zuschauer, der Loktest mit dem VT137 von Brava. Bedenken, und das haben auch die Ergebnisse gezeigt, dass die technischen Parameter dieses Modells eingehalten worden sind. Die Bedruckung, die Detaillierung sind ganz ausgezeichnet den Brava-Leuten wieder gelungen. Einen kleinen Wermutstropfen müssen wir aber trotzdem nochmal einschenken, denn beim digitalen Modell ist uns aufgefallen, und das liegt sicherlich daran, dass das Fahrzeug fabrikneu ist, dass die Getriebegeräusche teilweise den Sound überlagert haben. Aber ich denke, damit kann man ganz gut leben, denn mit Zunahme der Laufleistung des Fahrzeugs wird sich auch dieses Getriebegeräusch nach unten absenken.